Was der Chef der amerikanischen Notenbank Powell heute in Jackson Hole gesagt hat, ist im Grunde eine eiskalte Dusche für diejenigen, die geglaubt hatten, wir sind schon bald in einem Easing Cycle, also in einem Zyklus, bei dem die US-Notenbank dann wieder die Zinsen senken wird. Das wird nicht passieren. Das war ja aber auch diese Hoffnung, dass das passieren würde, dass die Fed bald sogar schon die Zinsen senken wird. Das war der Grund der Rallye, die wir so von Mitte, Ende Juni bis in den August hinein gesehen hatten mit 17-18% Anstieg beim S&P 500. Im Grunde ist das jetzt in die Tonne getreten worden durch Jerome Powell, der gesagt hat, nee, vergesst das Ganze mal, das wird so nicht kommen. Und das heißt, dass die Märkte jetzt komplett ihre Erwartungshaltung umstellen müssen. Und warum das so ist, das will ich in diesem Video mal zeigen. Zunächst, was waren die wichtigsten Aussagen? Da sagt er, um die Preisstabilität herzustellen, müssen wir maintaining a restrictive policy stance for some time, also für eine längere Zeit eine restriktive Geldpolitik betreiben. Und dann ein sehr wichtiger Satz, die Geschichte zeigt, dass es gefährlich ist, wenn man frühzeitig aufhört mit einer Straffung der Geldpolitik in Zeiten der Inflation. Und dann hat er vor allem runtergespielt, der letzte Inflationsbericht, den wir ja bekommen hatten, der niedriger ausgefallen war als erwartet, was die Märkte dann zu einer Rallye bewogen hat, dass das eben schlichtweg nicht ausreicht, dass man, und das ist das Entscheidende, endlich versuchen wird seitens der Notenbank, das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wieder einigermaßen einzurenken. Und der Anstieg der Aktienmärkte hat dieses Ungleichgewicht aus Sicht der Fed wieder verstärkt, indem eben die sogenannten Financial Conditions laxer geworden sind. Und dann ein sehr, sehr wichtiger Satz, der zeigte, dass Powell wirklich auch bereit ist, jetzt Schmerzen zuzufügen, weil er sagt, wenn wir das nicht tun, was wir vorhaben, nämlich eine restriktive Geldpolitik zu betreiben, dann wird es noch übler. Also gehen wir den Weg des geringeren Schmerzes, aber es wird ein Schmerz sein. Da hat er gesagt, das wird some pain to households and the businesses bringen. Also Haushalte und Geschäfte und Firmen werden davon betroffen sein. Aber wenn wir das nicht tun, werden die Kosten noch viel höher sein. Also das ist das geringere Übel, aber es ist ein Übel. Und das zeigte, dass die Fed hier offenkundig, dass Paul offenkundig jetzt endgültig mal zeigen wollte, nee Leute, ist nicht, ihr habt uns nicht ernst genommen. Und wie viele Fed-Speaker, wie viele Mitglieder der Fed hatten in letzter Zeit eigentlich Ähnliches gesagt. So furchtbar neu ist es ja nicht, was Paul gesagt hat, aber es ist sehr komprimiert, es ist sehr dicht und es ist eine sehr, sehr kalte Dusche eben für die Easing-Cycle-Anhänger. Und wie könnte das Ganze jetzt weitergehen? Vielleicht so wie Bostic das heute gesagt hat, nochmal 100 bis 125 Basispunkte nach oben mit den Zinsen. Also ein Anstieg von 1 bis 1,25% von jetzt aus. Dann wären wir so in dieser Zone 3,5 bis 3,75% bei den Zinsen am Jahresende. Und der entscheidende Punkt ist eben, die werden dann nicht so schnell fallen. Das ist genau das Thema. Sven Henrik hat das kürzlich auf den Punkt gebracht. Der sagte, dass Paul jetzt endlich zeigen muss, dass er es ernst meinte, dass die Fed nicht ein Spielball der Märkte nur ist, denn die Märkte haben wirklich die Fed da hin und her geschoben. Und haben jetzt mit dem Anstieg eben der Märkte diese Financial Conditions wieder laxer gemacht, was der Fed nicht gefallen konnte. Da gibt es jetzt einige Folgewirkungen daraus. The cost of carry will continue to increase. This will impact demand further. Also es wird praktisch jetzt Geld teurer gemacht, damit wird die Nachfrage gesenkt, damit wird auch das Rezessionsrisiko natürlich höher. Und damit stellt sich die Frage der Bewertung in der Aktienmärkte, wenn eben die Earnings Estimates, also die Gewinnerwartungen für die Unternehmen, nach wie vor sehr hoch sind. Schauen wir uns diese Financial Conditions mal an. Die waren jetzt bis vor der Fed-Sitzung, nicht der Fed-Sitzung, sondern der Rede von Jerome Powell, etwa so lax wie zu der Zeit, als die Fed überhaupt erst begonnen hat, die Zinsen anzuheben, also im März. Hier unten sehen wir mal,
diese Fed-Grafik, das ist eine Grafik der St. Louis Fed, wo wir praktisch die Inflation haben, rot und blau, das sind die Financial Conditions. Die sind also nach wie vor sehr lax und das bei einer solchen Inflation, das passt eben nicht zusammen. Und wie ernst es Paul meint, das zeigt, dass, was Fitch hier sagt, dass eben jetzt die Zinsen angehoben werden und wahrscheinlich dann sehr lange in 2023, vielleicht das ganze Jahr, auf diesem erhöhten Niveau bleiben werden. Und Paul hat interessanterweise dreimal in seiner Rede Paul Volcker erwähnt, der ja damals in den 70er Jahren die Inflation so massiv hat bekämpfen können und die ganze Geschichte nochmal in den Stecker hat stecken können, sonst wäre da vielleicht schon dieses Fiat-Kreditgeldsystem praktisch implodiert. Und das ist eine Referenz an die Geschichte. Ich werde ähnlich vorgehen wie Paul Volcker. Es ist mir ähnlich ernst wie Paul Volcker. Und das ist für die Aktienmärkte schlicht keine sehr gute Nachricht. Das muss man klar betonen. Hier sehen wir dann auch, wie die Märkte reagiert haben. Zunächst, und das war ja erstaunlich, ging es runter mit der Rede. Dann ging es aber wieder rauf und dann ging es ziemlich saftig runter. Wenn wir jetzt so rauskommen, wie es derzeit aussieht, dann wäre der Breadth, also praktisch die Marktbreite, die Aktien, die verlieren, so ausgeprägt wie seit dem 16. Juni nicht mehr. Wir sehen vor allem Risk Assets wie Bitcoin, die hier deutlich unter Druck kommen, wie wir hier sehen. Da waren wir fast bei 22.000 Dollar, nachdem vor allem auch die Verbraucherpreise, dazu komme ich gleich mehr, etwas niedriger ausgefallen waren, heute PCE-Verbraucherpreise. Aber dann ging es massiv und saftig nach unten. Der Chart, meine Damen und Herren, von Capital.com. Also das betrifft dann viele Risk Assets, viele Risiko Assets. Warum? Weil die Fed Fund Futures nach oben gegangen sind, was jetzt einen 75 Basispunkte Schritt im September betrifft. Paul hat sich dazu nicht klar geäußert, aber 54,5% jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed einen ganz, ganz großen Schritt machen wird. Und das, obwohl eben jetzt auch heute diese PCE Verbraucherpreise auch aus dem Juli niedriger ausgefallen waren als erwartet, sogar rückläufig waren zum Vormonat mit minus 0,1%. Die Aktienmärkte daraufhin mit einer saftigen Rallye. Das gab dann Short-Eindeckungen von Hedgefonds, die mal wieder short gestanden sind und die jetzt wahrscheinlich zuschauen, wie die Kurse danach dann runtergeknallt sind. Mal schauen, wie es heute noch ausgeht. Aber der eigentliche Grund, warum die Fed nicht umsteuert, ist, dass sie in den Daten sieht, dass die sogenannte Sticky Inflation, diejenigen, die Inflationen wie Mieten zum Beispiel, die nicht ganz schnell jetzt wieder runterkommen, etwa wie Energiepreise, die ja sehr, sehr volatil sind, dass die eigentlich sogar weiter gestiegen ist im Juli, während eben die Energie, es war vor allem die, die Verbraucherpreise nach unten gebracht hat. Und Energie ist auch das Thema Natural Gas, Erdgas in den USA, auch ja sehr teuer geworden, auch ja höchster Stand seit 2008. Und wenn die ganze Geschichte so weitergeht, so ein Bericht, dann könnte es sein, dass die Amerikaner kein Erdgas mehr, das dann verflüssigt wird und nach Europa transportiert wird, ja teilweise exportieren können und wollen. Das wäre für Europa eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Mehr zu Gas gleich. Wenn wir nochmal jetzt zur politischen Situation kommen, was Joe Biden ja geholfen hat, ist erstens die Senkung der Spritpreise. Das ist ein gutes Zeichen. Dann diese Erlassung erstmal oder Verschiebung wieder von diesem Student Debt, also praktisch die Verschuldung, die die Leute aufgehäuft haben, um ihre Bildung zu bezahlen. Das bringt Stimmen, dann auch Abtreibung, großes Thema in den USA. Das motiviert die Demokraten wirklich nochmal gegen die Republikaner. Jetzt sehen wir Bidens Approval Rating auf einem 3-Monats-Hoch, also die Leute wieder etwas zufriedener, während gleichzeitig Donald Trumps Truth offenkundig ein Finanzproblem hat, wie Fox Business meldet. Fox ist ja jetzt nicht gerade Anti-Trump. Also, so schnell können sich die Dinge ändern. Es galt ja schon als ausgemacht, dass die Republikaner mit einem Riesensieg da gewinnen werden bei den Zwischenwahlen. Und wenn wir jetzt mal von Medien noch kurz sprechen, dann zum Beispiel auch Truth Media kommt da gar nicht vor, aber dann sehen wir, dass YouTube ganz oben ist, TikTok massiv zugelegt, Instagram, Snapchat, aber Facebook deutlich nach unten, auch WhatsApp nach unten. Also Meta könnte vielleicht nicht die beste Aktienidee sein. Hier wurden junge Amerikaner befragt und die nutzen praktisch kaum mehr Facebook. Aber vielleicht nutzt der eine oder andere Amerikaner Huawei noch, ist ja nicht mehr wirklich möglich, auch in den USA.
Hier hat jetzt der Huawei-Gründer gesagt, es kommen jetzt 3 bis 5 Jahre eine dunkle, schwere Zeit auf uns zu. Das war keine öffentliche Rede, sondern ist offenkundig geleakt worden. Und das ist eine interessante Aussage, vielleicht auch im Hinblick auf Taiwan. Taiwan hat wieder gemeldet heute, dass sehr, sehr viele Flieger in chinesische Flieger in den Luftraum eingebrochen sind von Taiwan. Dann sehen wir, dass in China jetzt die Banken aufgefordert werden, wieder mehr Kredite zu vergeben. Man sieht, wie stark die Wirtschaft in China auch durch die Corona-Politik vor allem eben abgekühlt ist und vor allem auch der Immobilienmarkt in Schwierigkeiten ist. Jetzt sehen wir, dass praktisch staatliche Versicherer hier die Risiken übernehmen. Das heißt, die Verschuldung geht in den Staat über, sodass die anderen vielleicht weitermachen können wie bisher. Das ist ein sogenannter Moral Hazard, der nicht funktioniert, der nicht funktionieren wird. Die systemischen Risiken Chinas nehmen immer mehr zu. Das hat Michael Pattis in einem sehr, sehr guten Artikel gezeigt. Wenn wir jetzt nach Europa kommen, dann sehen wir hier Strompreise. Französische Strompreise erstmals über 1.000 Euro die Megawattstunde. Zur Erinnerung, zwischen 2010 und 2020 waren wir durchschnittlich bei 41, also jetzt über 1.000. In Deutschland über 800, 829 Euro. Das sind unglaubliche Zuwächse, die wir derzeit sehen. Und auch Gas, heute mit einem neuen Allzeithoch, 340 Euro zwischenzeitlich, ist dann ein bisschen wieder runtergekommen. Hier unten sehen wir den Chart. Wir waren im Juni noch weit unter 100. Also das ist extrem krass, was da passiert. Und dementsprechend wissen die Konsumenten, wissen die Firmen, dass schwere Zeiten auf sie zukommen. Wir sehen, das Konsumklima rauscht in die Tiefe. GfK-Konsumklima deutlich schwächer jetzt als in den dunkelsten Corona-Zeiten mit Lockdown. Und selbst mein, ich weiß es nicht, ist er dritt- oder viertbester Freund, aber auf jeden Fall Marcello und ich, wir sind so, der sagt jetzt, wir rutschen gerade in eine Stagflation. Das könnte sich viele Jahre hinziehen, weil Investitionen und vor allem der Konsum in dieser Krise stark geschwächt werden. Also in letzter Zeit sagt der Marcello manchmal Dinge, die sind gar nicht so falsch. Gell? Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Vielleicht ist er irgendwie gestürzt, auf den Kopf gestürzt. Irgendwie ist er anders jetzt. Gell? Früher hat er gesagt, Inflation, die gibt es gar nicht. Gell? Wollte der EZB-Chef werden vielleicht oder zur EZB kommen. Vielleicht liegt es daran, apropos EZB. Jetzt wollen offenkundig einige in der EZB einen 0,75er Zinsschritt. Und das selbst, wenn jetzt eine Rezession kommt, weil man nicht mehr anders kann angesichts dieser Energiepreise. Die Folge, italienische Staatsanleiherenditen, die 10-jährige auf 3,74% gestiegen, mit einem Anstieg heute so stark wie seit Mitte Juni nicht mehr. Jetzt preisen Trader auch sogar eine 50% Chance ein, dass eben diese Anhebung von 75 Basispunkten, also 0,75% bei der nächsten Sitzung im September kommen wird. Und das ist natürlich nicht gut für die Italiener, die ja dann Ende September auch eine Wahl haben, wo möglicherweise die Fratelli d'Italia stärkste Fraktion werden. Und das könnte dann sehr, sehr schwierig werden, eine in der Tradition Mussolinis stehende Partei. Wenn wir nochmal zurück zur Energie kommen, wir erinnern uns, damals hat Jürgen Trittin gesagt, also erneuerbare Energien und deren Förderung kostet rund 1 Euro pro Monat, also wie ein Kugeleis. Na gut, ein Kugeleis ist inzwischen na, ein bisschen teurer, gell, aber sei es drum. Und heute Habeck aus derselben Partei, dass das, was wir jetzt an Preissprüngen sehen, ein Klacks sein könnte gegenüber dem, was wir dann im Winter erleben. Und das hat natürlich nicht nur mit den erneuerbaren Energien zu tun, aber auch, es ist ja schlichtweg falsch, wie etwa ein Herr Hofreiter und andere behauptet haben, dass wir dieses Problem erst seit dem Ukraine-Krieg haben. Klar, das hat sich damals noch, damit noch verschärft, aber die Strompreise, die sind schon deutlich vor dem Ukraine-Krieg gestiegen und das liegt an unserer Energiewende, die die Grünen nicht gemacht haben. Das hat die Frau Merkel damals so gedreht, weil die Deutschen es auch laut Umfragen so wollten, aber die Grünen machen das Problem jetzt nicht gerade besser, hat man den Eindruck. Also es ist absolut krass und wir sehen hier nochmal einen Artikel von mir, wo ich so das Szenario entwerfe, auch für Europa insgesamt. Strompreis in Deutschland steigt auf über 800 Euro, neues Allzeithoch.
Europa ist damit in einer Energiekrise, die offenkundig den Ölschock aus den 1970er Jahren sogar in den Schatten stellt. Und dann Strommarkt in der Krise, beängstigende Stromhändler, Telefonkonferenz. Da geht es um britische Unternehmen, die jede Woche eine Konferenz haben. Javier Blas von Bloomberg war dabei und berichtet von dieser Konferenz. Und die haben scheinbar echt Angst, dass wir da massive Blackouts sehen werden im Winter. Super interessant. In Großbritannien werden jetzt für 24 Millionen Haushalte die Energiekosten um 80% steigen. Was kommt auf uns zu, das werden wir sehen. Also zwei Artikelempfehlungen, beide haben mit Strom zu tun. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende und sage Servus und ciao.